Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Missbrauchs- und Mordverdacht gegen toten Berliner Piraten. Regierender Bürgermeister trennt sich von Senatssprecherin. Und das Wetter? So langsam kommen wir in Herbststimmung, allerdings mit viel Sonnenschein, Temperaturen zwischen 19 und 20 Grad und kaum Regen. Das lässt sich doch aushalten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 20. September. Nach dem Tod des Berliner Piratenpolitikers Gerwald Klaus Brunner sind nun neue Details an die Öffentlichkeit gelangt. Der Politiker soll vor seinem Tod einen Mann missbraucht und ihn anschließend getötet haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Nach Informationen der Zeitung wurde das Opfer in dessen Wohnung erwürgt und sei anschließend in Klaus Brunners Wohnung gebracht worden. Anschließend soll sich der Piratenpolitiker mit einem Stromschlag selbst das Leben genommen haben. Die Berliner Polizei hatte zuvor mitgeteilt, in einer Steglitzer Wohnung seien zwei Leichen gefunden worden. Bei dem zweiten Toten soll es sich ebenfalls um einen Mann handeln. Offenbar hatten Mitglieder der Piratenpartei die Polizei alarmiert, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach sei zuvor ein Brief von Klaus Brunner in dem Büro der Partei eingegangen, auf dem stand, dass er bereits tot sei, wenn das Schreiben ankomme. Die Berliner Staatssekretärin und Senatssprecherin Daniela Augenstein wird in den Ruhestand versetzt. Das teilte der regierende Bürgermeister Michael Müller am Dienstag mit. Seit Wochen hatten sich Gerüchte hartnäckig gehalten, dass es zwischen Müller und Augenstein zu einem ernsthaften Zerwürfnis gekommen ist. Eine Woche vor der Wahl war Augenstein an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Müller bestritt, dass es ein Zerwürfnis oder einen Streit gegeben habe. Das war eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, sagte er. Die Entscheidung sei von beiden gemeinsam getroffen worden. Sie sei schon vor Monaten besprochen worden und sollte nach der Wahl verkündet werden. Zu Augensteins Plänen wurde nichts verkündet. Die Nachfolge steht demnach noch nicht fest. Müller sagte, er sei mit zwei Kandidaten im Gespräch. Das neu gewählte Berliner Abgeordnetenhaus tritt voraussichtlich am 27. Oktober zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am 30. Oktober läuft die entsprechende Frist dafür ab. Bis dahin muss die Parlamentsverwaltung Arbeitsräume und Abgeordnetenbüros für 6 statt bisher 5 Fraktionen organisieren. Neu ins Abgeordnetenhaus ziehen die AfD und die FDP ein. Die Piratenfraktion scheidet aus. Bis zur ersten Parlamentssitzung habe man noch Anspruch auf die Räume, die man nutzt, sagte eine Piratensprecherin. In die Räume der Piraten sollen zum Teil auch AfD-Abgeordnete einziehen. Für die neue Legislaturperiode muss auch der Plenarsaal umgebaut werden. 160 Abgeordnete umfasst das Abgeordnetenhaus dann, bisher waren es 149. Über den Sitzplan, also die Anordnung der Fraktionen in dem runden Saal, müssen sich die Fraktionen und ihre Geschäftsführer untereinander verständigen. Bisher geht man davon aus, dass die Reihenfolge von der Regierungsbank aus gesehen weiter von links nach rechts sein wird. Linke, Grüne, SPD, CDU. Statt der Piraten folgen dann FDP und AfD. 3 Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird die Berliner SPD am Mittwoch mit ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU die ersten Sondierungsgespräche führen. Berlins regierender Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller habe die CDU für 11 Uhr ins Rote Rathaus geladen, wie die CDU am Dienstag bestätigte. Die SPD hatte die Wahl am Sonntag gewonnen. Mit 21,6% erzielten die Sozialdemokraten ihr bisher schlechtestes Ergebnis seit 1946. Sie rutschten von 28,3% um 6,7 Punkte ab. Müller hatte bereits vor der Wahl angekündigt, er sehe keine inhaltliche Basis für eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition. 2er-Konstellationen sind nach dem Berliner Ergebnis aber eh ausgeschlossen. Am realistischsten gilt ein rot-rot-grünes Bündnis. Möglich wären allerdings auch eine rote-schwarz-grüne und eine rot-schwarz-gelbe Koalition. Der Berliner CDU-Politiker Florian Graf ist mit 93,3% der abgegebenen Stimmen in seinem Amt als Fraktionschef bestätigt worden. Der 42-Jährige bekam am Dienstag von 30 anwesenden CDU-Abgeordneten 28 Ja- und 2 Nein-Stimmen, wie ein Sprecher der Fraktion mitteilte. Die 31-köpfige CDU-Fraktion konstituierte sich 2 Tage nach der Berlin-Wahl. Ein Abgeordneter war entschuldigt. Florian Graf führt die CDU-Fraktion seit Dezember 2011. Vor 2,5 Jahren hatte der diplomierte Verwaltungswirt bei seiner Wiederwahl 97,2% der Stimmen bekommen. Die Fraktion war, ist und bleibt stabil und handlungsfähig. Das war in der letzten Wahlperiode so. Das wird auch jetzt so sein. Wir haben jetzt ja
zwar ein bitteres Ergebnis als CDU, genauso wie auch unser Koalitionspartner erlitten, aber jetzt geht es eben darum, sehr schnell handlungsfähig zu sein. Morgen wird es ein erstes Sondierungsgespräch mit den Sozialdemokraten geben und dann müssen wir weitersehen. Bereits am Montag hatte die neu gewählte Berliner FDP-Fraktion den Spitzenkandidaten der Liberalen, Sebastian Chaya, zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Chaya erhielt alle Stimmen der 12 Abgeordneten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist der Hauptstadthimmel leicht bewölkt, die Temperaturen fallen auf 15 Grad und es bleibt trocken. Und auch am Mittwoch hat die Sonne durchaus ihre Chancen. Das Quecksilber erreicht allerdings nicht im Entferntesten die Temperaturen der vergangenen Woche und steigt auf 19 Grad. Und der Ausblick: in den kommenden Tagen bleibt das Wetter nahezu konstant. Die Tageshöchstwerte liegen um die 20 Grad und nur am Freitag steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Ansonsten können wir uns im Schnitt über täglich 7 bis 8 Sonnenstunden freuen. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.